Ja, solche Brocken ballern natürlich auch mal rein hier am Kupfersee und ausgerechnet die natürlich auf Setup. Tja, was eigentlich unpassend ist. Mit nur 9 Kilo jetzt hier gerade am Start und dann sowas. Keine Ahnung, was das ist. Schön entspannt am Kupfersee bei kalten Temperaturen. Es ist kalt am Kupfersee. Nachdem jetzt zuletzt das richtig schön gelaufen hat und super Silber und XP gebracht hat mit dem F1 im letzten Video. Auf einmal Wetterwechsel, kaltes Wasser und nichts geht mehr oder deutlich weniger geht. Und was macht man da, wenn so wenig geht bei diesem kalten Wetter? Gucken wir uns gleich mal an. Ich bin erstmal gespannt, was sich jetzt hier verausgabt hat. Der ist schon seit gut 5 Minuten in Action und ist richtig abgezogen. Ich habe erst gedacht, das ist ein Hecht oder sowas. Also richtig raketenmäßig oder amurmäßig vielleicht. Das ist ja ein Ding. Was ist es denn? Ganz normaler Schuppi oder was? Nee, ganz normaler Spiegel. Das ist ja krass. Auf dem fetten Tauwurm. Mann. Der hat sich aber gut verkauft, ey. Der hat sich 8 Kilo. Krass. Der hat sich richtig gut verkauft. Hoppala. Das ist ja ein Ding. So, jetzt gehen wir mal schnell zum Spot und dann gucken wir mal eben direkt, wie es denn aussieht. Es bimmelt schon. Ja, so soll das. Es bimmelt schon. Warte mal, welche habe ich denn hier? Die 3 ist es. Okay. Also, schön locker raus. Und siehst du was? Und merkst du was? Und fällt auf? Zack. Next. Also, einfach hier vorne hin. Und hier teste ich gerade auch wieder mit Sahne. Und zack. Und fällt dir was auf? Merkst du was? Ziemlich flach, ne? Ziemlich nah am Ufer. Ja, warum denn das Ganze? Naja, wir haben ja 2 Möglichkeiten. Wenn wir doch die Informationen jetzt haben von RF4 in dem SIG-Rig. Gucken wir uns das mal eben an mit dem SIG-Rig. Wir haben doch Informationen. Also, wir gehen auf die SIG-Rig-Montage und sehen hier bei der Montage, dass die Montage genau dafür gemacht ist, wenn es kalt ist. Also, hier steht's, wenn die Wassertemperatur niedrig ist, kann der Karpfen in wärmere obere Schichten aufsteigen, die mit dem SIG-Rig erreichbar sind. Wie kriegen wir denn jetzt, wenn wir mit diesem ollen SIG-Rig nicht angeln wollen, trotzdem unsere Köder in obere Schichten? Naja, ganz simpel. Gucken wir uns das einfach mal eben an. Wir haben hier so ein Gewässer und dann geht es schön runter und so weiter und so weiter. Also, da haben wir schön den Untergrund. Und dann haben wir natürlich auch unser Wasser. So. Zack. Und dann haben wir, machen wir das mal eben schön voll. Zack, hier ist das Wasser und hier ist der Untergrund. So. Und jetzt stehen wir ja hier als fleißige Angler. Und so, zack, zack, zack und wollen, hoppala, so und wollen jetzt hier schön angeln, so, zapp, zapp und dann haben wir hier unsere tolle Angelrute und angeln, also temperaturmäßig, die Frage ist ja, wie kriegen wir unsere Köder, unsere Boilies an die Oberfläche? Also entweder mit dem SIG-Rig, und dann kommt hier das Vorfach und es steigt halt auf. Und dann haben wir die Boilies eben nahe der Oberfläche. Oder wir nehmen nicht das SIG-Rig, sondern vielleicht einfach eine Grundmontage, die klassische. Und schmeißen einfach hier vorne hin und haben den Boilie schön nah an der Oberfläche. Und dann sehen wir, dass wir hier nah an der Oberfläche sind mit den Ködern. Pretty simple, ganz einfach. Heißt also, wenn der Karpfen warme Wasseroberfläche mag, dann also warme, flache Ränder, wo sich die Temperaturen halt schneller erhöhen. So einfach,
in der Theorie, so, mal eben hier wieder umgestellt, bisher sieht es so aus. Also, schon ein bisschen rumprobiert und ein bisschen ausprobiert. F1 ist da, einfach nur auf Tauwurm erstmal. Dann habe ich hier angefangen mit Kokossahne. Dann hier aber auch auf Tauwurm mit 2,3 Kilo und so weiter. Muschelfleisch, Flussmuschel verwende ich gerade. Also, wir gucken mal gleich rein. Ja. Dann hatte ich auch noch verschiedene Boilies, also fischige Aromen auch noch verwendet. Habe das auch noch mal ein bisschen probiert. War allerdings nicht so erfolgreich. Also, jetzt bin ich gespannt gleich in den Morgenstunden, wie es gleich losgeht und was hier abgeht und ob hier noch mehr geht. Also, und ob das halt funktioniert. Also, wenn kalt, also wasserkalt, dann flach. Wenn das funktioniert, haben wir doch da schon mal eine gute Möglichkeit, das auszugleichen. Na, guck mal, der nächste F1 hier. Also, F1 scheint immer noch zu laufen, aber eben nicht mehr wie beim letzten Mal 15 Meter weit raus, sondern jetzt eben schön hier im Nahbereich. Von der Position her gucken wir uns mal eben den Spot an. Das geübte Auge hat es wahrscheinlich schon erkannt. Wir sind hier gerade direkt an diesem Anleger. Ich habe auch im letzten Livestream schon gesagt, irgendwie ist die Area hier ja hier ganz interessant. Was mich auch noch interessiert, das teste ich vielleicht gleich auch nochmal, ist das hier. Also genau hier diese Area. Das sieht doch hervorragend aus. Direkt wo die Seerosen sind hier. Da werde ich auf jeden Fall gleich auch nochmal ein bisschen rumprobieren. Ja, quasi die andere Seite. Aber auch hier geht es schon. Das heißt, wir sind hier quasi direkt in diesem Nahbereich, am Schilf, am Grünzeug. Ja, und da wollen wir eben hin, wo es eben schön warm ist. Also Position relativ simpel, hier auf G6 und dann ist das hier 57,50. Und es geht auch weiter hier auf Kokos und Sahne. Das ist gut. Ich habe noch nichts angefüttert, noch gar nichts gemacht, einfach nur... Jawohl, die will ich auch. Einfach nur reingehalten und erstmal ein bisschen Köder testen. Es ist quasi fast wie beim Aalangeln an einer alten Festung. So knapp auswerfen, genau an das Grünzeug an die Kante. So und fertig ist. Und dann geht das schon los. Wie gesagt, ohne Futter... Zack, nächster. Schön. Ohne Futtermische, ohne alles. Und noch eine Barbe, wa? Nee, der sieht so länglich aus. Krass. Aber Barbe wäre jetzt vielleicht auch nicht schlecht. Sind auch schon reingegangen, wo ich das letzte Mal hier stand. Also durchaus eben eine Option, gerade wenn man so mit simplen Ködern unterwegs ist, wie Tauwurm oder sowas. Durchaus eine Option. Ja, Setups, gucken wir mal eben rein. Das sollte ja eigentlich bekannt vorkommen. Also das ist einfach ganz simpel, ne? 12er Kokossahne hier, beziehungsweise 14er Kokossahne, Pellets, Kokossahne, Boily. Und dann einfach mit Sahne auf dem 1er Haken. Das zweite Setup ist hier auch relativ simpel und das dritte genauso. Einfach nur mit dem Tauwurm. Zack, hier auch 1er Haken, Tauwurm. Hier sogar nur 9,2 Kilo. Ich glaube, ich muss da gleich nochmal ein bisschen umbauen. Ich könnte da ein bisschen stärker reingehen. Sagen wir mal so, hier ist das doch ganz okay. Auch wieder hier mit knapp 13 Kilo auf dem Setup. Das passt doch und das reicht auch eigentlich. Dann macht auch so ein 8 Kilo Karpfen nicht so viel Theater. Alter, ist der abgezogen, ey. Krass. Und das auf 9 Kilo Setup. Hätte ich nicht gedacht. Ja, so sieht es aus. So simpel. Ich würde sagen, mehr kann man eigentlich auch nicht machen. Ausprobieren und testen. Nahbereiche abklappern. Es gibt genug flache Bereiche hier, die immer wieder gut funktionieren. Selbst das hier, der erste Spot, ne, wenn man jetzt überlegt, da war immer auf 10 Meter ausgeworfen. Da ist man schon wieder richtig tief unterwegs. Hier die Area. Das wäre auch nochmal was hier. 0,7 oder hier vorne 0,5. Also diese schönen Randbereiche oder vielleicht hier in dem Bereich. Das wird auch so vielleicht um einen Meter tief sein, ne? Wenn man mal ein bisschen weiter rauswerfen will. Also ich glaube, wir haben hier jede Menge Randgebiete, die wir testen können. Einfach mal probieren, testen, testen, testen. Und wenn hier nach wie vor die Schleien reingehen und die F1, dann bin ich doch schon ganz zufrieden. Zack. Ich werde gleich, glaube ich, mal hier schön auf Schleie nochmal rauswerfen. Und vielleicht haben wir ja hier auch noch die Kwolsdorski-Schleie auch noch schön versteckt im nahen Schilfgürtel. That's it.
kurze Info nochmal zum Kupfersee bei kalten Wassertemperaturen. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Und jeden Freitag Wettangeln für die Low Level oder ab Low Level. Kleine Gewässer für jeden offen, schön Wettangeln. Zack, ein bisschen Herausforderung machen an den kleinen Gewässern. So, ich ziehe jetzt hier weiter raus. Petri.